Ja, es gab halt viele verschiedene Schicksalsschläge. So, ich habe mit 23 all meine Familie verloren. So, das heißt, da war ich schon für mich ganz alleine. Und meine Mutter, ich hatte mit ihr einen Autounfall. Dabei ist sie verstorben und ich nicht. Hi, wir haben uns hier in Hamburg kennengelernt. Darf ich das Video auf YouTube hochladen? Das werden viele Menschen sehen. Ja, das wäre für mich kein Problem. Kannst du bitte ein bisschen näher kommen? Ja, na klar. Dankeschön. Stell dich bitte vor, wie heißt du, wie alt bist du? Ich bin Alan, ich bin 29 Jahre alt und ich bin in Hamburg groß geworden. Ja. In Hamburg groß geworden. Genau. Wie kommt das, dass du hier bist? Ach. An diesem Ort? Wenn ich ehrlich bin, so lange bin ich noch gar nicht hier. Das war jetzt insgesamt ein Jahr und ein paar Monate bin ich jetzt in dieser Ecke mit diesen Drogen um mich herum. Und ja, es gab halt viele verschiedene Schicksalsschläge. So, ich habe mit 23 all meine Familie verloren. So, das heißt, da war ich schon für mich ganz alleine. Komplette Familie. Ja, Oma, Opa, Mama, Papa und bei allen habe ich mal gewohnt, ne? Und Alle auf einmal? nein, nein, nein. Also mein Papa ist früh mit 8 gestorben und dann bin ich zu meinen Großeltern gekommen, weil meine Eltern auch Drogenprobleme hatten. Und meine Großeltern sind so mit 18, 19 beide verstorben. Und dann bin ich zufällig noch mal 2, 3 Jahre zu meiner Mutter, die ich vorher gar nicht wirklich kannte, gezogen. Und ja, die ist dann auch leider bald verstorben. Und deutsche kleine Familie, wie es manchmal so ist, ne? Keine Geschwister, Tante, keinen Kontakt gehabt. Und seitdem war ich so für mich, ne? Ellen, deine Eltern sind wahrscheinlich noch sehr jung gestorben. Ja. Wie alt waren die? Ich glaube, meine Mutter war 57 und mein Vater war so 43, 44 so. Grund war Drogen. Also mein Papa, der hatte Probleme, also es war Leberzirrhose, also ich denke halt zu viel Alkohol und ne? Und meine Mutter, ich hatte mit ihr einen Autounfall. Dabei ist sie verstorben und ich nicht. Du warst mit dem Auto dabei. Ja. Krass. Wie ist das passiert? Wir waren, ich habe in Elmshorn irgendwann gewohnt, so hatte eine Einzimmerwohnung für mich. Und dann war sie ab und zu einmal die Woche, so am Wochenende, mich besuchen, waren wir einkaufen und dann sind wir immer so ein bisschen in die Natur gefahren, so ein bisschen schönen Platz so. Und da waren wir auch halt auf so einer Landstraße und sie ist einfach viel zu schnell gefahren. Und dann kam einfach eine scharfe Rechtskurve, die überhaupt gar nicht irgendwie bemerkbar gewesen war mit Schildern oder was weiß ich. Und sie hat die natürlich nicht bekommen. Und dann ist man ins Schleudern gekommen und dann ist sie halt gegen einen Baum geflogen, gefahren. Und ich hatte mich nicht angeschnallt und ich bin durch die Scheibe vorne geflogen. Mein Beileid, dass das alles passiert ist bei dir. Ja. Und du hast erst nachdem du ganz alleine gewesen bist, angefangen, Drogen zu probieren? Nein, das hat schon so mit 18, 19 angefangen. Ich war viel auf so Techno-Partys, so, ne? Aber halt immer am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag. Und hat auch super viel Spaß gemacht. Und die ersten 2, 3 Jahre ging das auch super gut, bis ich irgendwann auch mal irgendwie einen kleinen Schaden am Kopf hatte, so sozusagen durch zu viele psychedelische Drogen. Und da musste ich mich irgendwie 2, 3 Jahre auch sozial komplett isolieren und für mich irgendwie mal wieder richtig zurechtfinden. Und ich konnte da auch niemand an mich ranlassen, so Ärzte oder all so eine Sachen, weil irgendwie war das einfach meine Entscheidung und mein Weg so. Und aber nach 2, 3 Jahren ging es dann wieder so mit den ganzen Sachen, die ich da irgendwie in mir verspult hatte, dass das wieder alles okay ist und sich normal anfühlt. Aber ja, dann bin ich irgendwie nicht mehr feiern gegangen und habe angefangen, ja, jeden Tag Drogen zu nehmen, sozusagen. Aus so einer ganz tiefen Leere heraus. Du hast gesagt, ich hatte, nachdem ich einen Schaden bekommen habe von den psychedelischen Ne. Drogen, welchen Schaden genau? Also wie ging es dir? Und Ja, ich habe. wegen welchen Drogen kam das? Also, es war wegen LSD so. Und ja, keine Ahnung, das ist eine ziemlich krasse Droge und die ist halt ziemlich, ich weiß nicht, alles, was du da erlebst, ist ziemlich intensiv und brennt sich halt ziemlich tief in dich hinein so. Und ich habe mich mit meiner Aufmerksamkeit halt in Richtungen bewegt, so die irgendwie komplett fremd und ungesund waren auch so. Und habe das
da ich auch noch ziemlich jung war, alles nicht verstanden, so wie, was ich da gerade so mache und tue und was richtig und falsch ist. Ich war noch sehr jung, ich war 20 so. Aber im Endeffekt war die Erfahrung schon wertvoll. Aber ich habe da irgendwas verloren in der Zeit, so einen innerlichen Antrieb, so eine krasse Lethargie ist danach in mir einfach hängen geblieben. Ja. Würdest du LSD als sehr gefährlich einstufen? Es kommt drauf an. Es kommt wirklich drauf an. Man kann nicht sagen, es ist 100% gefährlich. Man kann nicht sagen, es ist 100% sicher. So, ne? Es kommt drauf an. Also der Mensch muss einfach ein bisschen stabil sein, so an sich, finde ich. Er muss mit sich umgehen können. Er muss sich eingestehen können. Also er muss einfach mit Emotionen schon umgehen gelernt zu haben, also dass er die versteht, dass er sich Illusionen einfach so selbst erklären kann und das gar nicht so ernst nimmt und nicht so schreckhaft ist. So, wenn man nicht ein bisschen stabil und ja, geerdet in sich ist, so ein bisschen weise ist, dann ist es halt schon eine Möglichkeit, dass man sich so ein bisschen verlaufen kann. So, ne? Helen, was hast du jetzt für Pläne für die Zukunft? Was hast du vor? Ja, es ist. Ich würde gerne irgendwie ein bisschen weiter weg aus Hamburg, so in Richtung Wendland oder Lüneburg oder da Heide und irgendwie so eine kleine Wohnung oder irgendwas, was Ruhiges auf dem Land mit viel Natur so um mich herum. Und ja, das wäre erstmal so das Nächste, was ich mir wünsche und von da aus dann schauen, was man dann so als kleine Tätigkeit oder Job irgendwie vielleicht in Angriff nehmen kann. Aber ich glaube wirklich so ein bisschen aus dieser Stadt ist das, was ich wirklich wünsche, weil du hast hier halt einfach nur überall Stein und Häuser und kaum wirklich Natur und ich brauche diese Ruhe so und diese, ja, irgendwo auch Harmonie, die das alles dann so dir spiegelt, wenn du woanders lebst. Welche Drogen nimmst du zurzeit? Eigentlich Metadikt, so wegen der Opiatabhängigkeit, ne? Weil so Heroin konnte man sich früher oder später, wenn man halt auch Crack nimmt, das ist eine Summe an Geld, die man jeden Tag irgendwie zusammenstellen muss, was einfach gar nicht geht. So. Und da bin ich irgendwann wieder zu Metadikt gekommen, was halt dich einfach, ja, das hast du einfach keine Schmerzen, so, ne? Und sonst halt viel Crack jeden Tag. Wie viel Geld brauchst du täglich? Es kommt drauf an, so 150, 250 am Tag gebe ich schon aus. 150, 250, heftig, heftig. Wo besorgst du das Geld her? Ja. Klauen ist ja schwer, alles hat zu. Ja, aber man findet schon irgendwie so einen Weg. Also es ist jetzt kein Klauen von Menschen oder ich mache jetzt nicht irgendwas, was wirklich, ja, wie nennt man das? Ich meine, in deiner Situation ist es schwer, legal an Geld zu kommen. Ja, es ist schon eine Art Beschaffungskriminalität, die ich betreibe. Aber es ist keine, die irgendwie Menschen zu nahe tritt oder, also ich beklaue keine Menschen oder so. Um besser verstehen zu können, zum Beispiel gestern, wie viel Geld hast du gestern für Drogen ausgegeben oder heute? Wo war es mehr, heute oder gestern? Heute schlecht, weil heute war ich krank und da habe ich ganz lange im Bett gelegen, schlafe so. Aber gestern zum Beispiel war das so schon so 150, 180 mindestens. Wie hast du das Geld zum Beispiel gestern besorgt? Ja, das ist halt in so halt in Supermärkte, Geschäfte, die gerade noch aufhaben, ne? Da kann man so das eine oder andere mitnehmen und dann halt irgendwo weitergeben. So. Und das ist halt eigentlich so der einzigste Punkt, so, mit dem ich die ganze Zeit meine Sucht finanziere. Und deine Abnehmer sind dann die Dealer, die das auch verkaufen? Nein, das sind also einfach so Menschen, die Läden beschreiben, die auch Waren dann weiterverkaufen, sozusagen, ne? Aha, okay. Bereust du das, dass du Drogen probiert hast? So, bereust du das? Dass ich Drogen nehme? Ja. Dass du draufgekommen bist? Also ich finde es unglaublich schwierig und was halt mit dieser Heroin- und Opiatabhängigkeit bist du in so einem unglaublichen Gefängnis gefangen, weil du kannst damit einfach nicht so aufhören, so, ne?
Vor allem, wenn du irgendwann mal auf Methadon oder ein Substitut umgestiegen ist, ist es halt alles noch viel heftiger und noch viel langwieriger. Du bist damit 1-2 Monate beschäftigt und dir geht es so dreckig, dass du denkst, wann hört es endlich auf? Und super, super viele Menschen geht es halt genauso wie mir. Und darum ist man in diesem ganzen Kreis immer noch weiterhin gefangen, weil man sich den irgendwie nicht stellen möchte, Angst davor hat, auch Respekt davor hat, aber auch irgendwo weiß, was man da vor sich liegen hat, weil man das mehr oder weniger unfreiwillig auch schon mal erfahren musste oder freiwillig erfahren hat. Das ist halt so für mich das größte Problem, dass das nicht einfach eine Entscheidung aus meinem Kopf ist, ich möchte nicht mehr, sondern du hast einfach einen unglaublichen physischen Schmerzprozess, den du durchlaufen musst. Das ist halt, glaube ich, auch von den meisten Menschen das Problem, nicht einfach mal eben so aufzuhören. Okay, du hast so also gesagt, es ist nicht einfach aufzuhören wegen den Opiaten. Ist das wegen Crack einfach aufzuhören? Also Crack kannst du einfach aufhören, du hast keine Schmerzen. Das ist dein Kopf. Wenn du mit deinem Kopf irgendwann umgehen kannst, dann kannst du damit einfach aufhören. Also das ist wie Rauchen aufhören, ne? Rauchen aufhören ist sehr schwer. Ja, aber also jeder, der es schon mal versucht hat, hat irgendwann herausgefunden, dass es einfach wirklich nur deine Kraft deiner Entscheidung ist. Wie sehr möchtest du es? Es ist nur deine Entscheidungskraft. Aber du hast es sind nur Gedanken und kleine Triggers. Du hast keine Schmerzen, wenn du Rauchen aufhörst. Wenn du mit Heroin aufhörst, das ist das Schlimmste an Schmerzen, was man sich überhaupt vorstellen kann. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Du nimmst ja Crack auch noch dazu. Ja. Warum hörst du nicht auf? Willst du nicht im Moment? Das ist halt auch schon der Plan, wenn ich jetzt Richtung Lüneburg oder Wendland ziehe, dann möchte ich mich erstmal mit einem Arzt substituieren lassen für eine Weile und dann mit dem Beikonsum natürlich aufhören. Weil wenn ich dort lebe, dann ist es halt auch gar nicht möglich, das auf die Beine zu stellen. Das ist auf jeden Fall auch mein Ziel, dieses Beikonsum loszulassen und da bin ich auch optimistisch. Welchen Ratschlag würdest du dir selbst 16-Jährigen geben? Den Alan von damals, den 16-jährigen Alan? Eigentlich, ich bin früher so mit 10 oder mit 9 habe ich angefangen, Skateboard zu fahren. Das habe ich 10 Jahre gemacht. Und da ich eine richtig kaputte Familie hatte, auch meine Großeltern, da hat es sich angefühlt wie im Hotel. Also da war keine Wärme, keine Nähe, kein Kontakt. Darum haben mir auch all diese Tode irgendwie nicht wehgetan, weil keiner hatte eine tiefe Verbindung zu mir aufgebaut. Ich war immer so irgendwie in meiner eigenen kleinen Blase für mich. Am liebsten hätte ich nie aufgehört, Skateboard zu fahren. Mit 17 oder 18 habe ich aufgehört und habe angefangen zu feiern. Und das war, glaube ich, die dümmste Entscheidung. Obwohl, es hat mir was gegeben, aber im Endeffekt war es kein gesunder Weg und es hat mich kaputt gemacht. Und ich hätte mir eigentlich den Ratschlag gegeben, dass ich nicht aufgehört hätte mit Skateboardfahren. Wenn du eines Tages vor Gott stehst, was wirst du ihm sagen? Das Problem ist, wenn ich eines Tages vor Gott stehe, das ist ja einfach nicht jetzt. Ich habe ja noch eine lange Zeit vor mir und da passieren sehr viele Dinge und dieser Punkt, an dem ich gerade stehe, ist auf jeden Fall nicht der Punkt, in dem ich das Leben verlassen werde. Also denke ich mal, dass ich mich für ein kaputtes, in Scherben liegendes Leben nicht rechtfertigen muss, sondern eher stolz sagen werde, ja guck mal, ich habe doch wieder alles auf die Beine gekriegt. So. Welche Sachen können dir helfen, schneller auf die Beine zu kommen, wie du es gerade sagtest? Wenn du jetzt sagen würdest, wenn ich das und das hätte, wäre ich jetzt schon in Substitution und alles wäre gut. Naja, diese Dinge sind ja auch, also das, was ich brauche und was ich für richtig halte, ist ja alles schon für mich irgendwie klar. Es ist einfach nur, dass ich mich irgendwie, also ich brauche mehr Motivation und vielleicht sind auch gewisse Dinge wichtig, dass man vielleicht mit diesem Crack-Konsum ein bisschen runtergeht, weil das vernebelt dir schon wirklich, wenn ich ehrlich bin, den Kopf ziemlich doll. Und du bist in so einer Art komischen Zustand den ganzen Tag hinüber. Und du, also es ist so wie Kiffen, du kriegst nichts auf die Reihe.
Du denkst nur so, wie mache ich wieder Geld, dass ich mir noch eine Kugel kaufen kann, so, ne? Und vielleicht wäre der richtige Weg, um ein bisschen Kraft zu mobilisieren, einfach da loszulassen, weil ich denke, nicht mehr viel zu nehmen ist nicht der Weg, weil Koks nicht viel, also das zu kontrollieren ist irgendwie, glaube ich, unmöglich, so. Kannst du deinen ersten Crackrausch beschreiben? Fällt mir gerade nicht viel zu ein, das ist jetzt... So, wie war das? Wie hast du dich gefühlt? All diese Substanzen sind irgendwie nur Mittel und Wege, irgendwie sich aus seinen Gedanken und Geschichten und seiner Persönlichkeit rauszukatapultieren. Also das ist jetzt... Aber man wird ja irgendwie Sklave der Droge mit der Zeit. Man wird ja mit der Zeit Sklave dieser Droge. Man kriegt ja natürlich, auf die Reihe. Natürlich. Man hat auch einen richtigen Hass dagegen, dass das so ist. Ja. Du siehst ja wahrscheinlich oft Menschen hier vorbeigehen, denen es gut geht, sag ich mal. Mhm. Was denkst du dir dabei? Also ich sehe nicht so viele Menschen, denen es wirklich gut geht hier, wenn ich ehrlich bin, so in dem Radius hier. In diesem Radius nicht, das stimmt. Aber wenn du irgendwann mal zu Bahnhof gehst, irgendwie Geld schnorren, aber ich weiß ungefähr, was du meinst. Also wenn ich so mich dran denken würde, also ich habe Sehnsucht nach auch, dass es mir wieder gut geht, ne? Also dass ich sehe viele schöne Sachen in dieser Welt und schöne Sachen, die mich interessieren, die mich anziehen und auch sehe ich ein gesundes Ich in mir, was ich gern wieder irgendwie ausleben möchte und ja, es ist vielleicht bei uns, bei sehr vielen Menschen da so. Manche haben sich, glaube ich, schon komplett aufgegeben, manche haben vielleicht auch noch diesen Gedanken, dass sie es sich wünschen wieder, dass es einem gut geht, so, ne? Aber man sieht ja, dass es ehrlich nicht so leicht ist. Aber so Hass irgendwie auf das System oder wie auch immer, hast du keinen? Nein, sowas habe ich gar nicht. Also du hast hier alles, was du brauchst eigentlich. Du hast hier so viele Chancen, so viele Möglichkeiten. Du bist ja eigentlich so bedingungslos frei, was viele gar nicht jetzt so sagen würden wie ich. Aber ich kann hier eigentlich alles machen, was ich will. So. Bloß... ich stehe mir selbst im Wege, so. So sehe ich das. Ja. Also mich von dem Gesetz, oder ich finde Deutschland eigentlich ziemlich liberal, ziemlich offen, also du kannst... Also... Gibt's genug Hilfen. Also, du hast alles, was du brauchst hier. Da kann man nicht... Finde ich auch. Da kann man nicht das schlecht reden, finde ich. Das ist ja nicht der Fall. Ellen, danke für deine... ehrlichen Worte. Mhm. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Es werden dich vielleicht irgendwie Menschen ansprechen auf der Straße, die dieses Interview sehen. Und könntest du vielleicht irgendwelche Unterstützung gebrauchen oder Arbeit im Moment vielleicht? Wie gesagt. Oder suchst du jemanden, der dir beim Umziehen hilft oder wie ist das? Ich habe schon Menschen, die mir helfen, so auch beim Drop-In oder beim Nox, so die mir Sachen machen können und. Ja, wie gesagt, also mir fehlt es gerade nicht an Hilfen, so, sondern eher so an Eigeninitiative. Das ist eher der Punkt. So. Du kannst ja nicht für jemand was tun. Er muss es ja irgendwo selber wollen und dann tun. Ne? Ich kann ja nicht was für dich erledigen, was du machen musst. Dein Leben bis jetzt, wie würdest du das mit einem Wort beschreiben? Ich weiß es nicht. Also für mein Alter sind halt super, super viele Dinge passiert. Einfach heftig irgendwo. Also mir fällt ein Wort echt nicht dafür ein. Wenn du jetzt auf eine einsame Insel umziehen müsstest und dir wird gesagt, du darfst einen Film mitnehmen zum Gucken und nur ein Lied auf CD mitnehmen darfst, einen Song oder auf... oder auch MP3-Player, wie auch immer. Was für Sachen wären das? Welchen Film und welchen Song? Fällt mir auch gerade nichts ein. Ich mag auch keine Inseln. Okay. Ich finde Inseln schrecklich. So, ja. Ja, was ist dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm?
Das war jetzt nur so eine Allegorie, die ich beschreiben wollte, um eigentlich die Antworten auf diese Fragen zu bekommen. Ja, das ist schwer jetzt irgendwie, mein Lieblingsfilm. Ich kann da gerade nichts richtig greifen, so. Das ist zu schnell gerade irgendwie, kann ich mich nicht so gut dran erinnern. Und musikmäßig, was hörst du da so? Ich, wie gesagt, so auch länger nicht mehr Musik gehört gerade. Bin ich auch ziemlich bei beiden Sachen so ein bisschen rausgestöpselt, so. Bist du fast jeden Tag auf der Straße? Was halt, ja, so halt so dieser selbe eine Strudel, den dort alle jeden Tag erleben, so, ne? Danke, Alan. Pass auf dich auf. Jeder, der es schon mal versucht hat, hat irgendwann herausgefunden, dass es einfach wirklich nur deine Kraft deiner Entscheidung ist. Wie sehr möchtest du es? Es ist nur deine Entscheidungskraft. Aber du hast keine, es sind nur Gedanken und kleine Triggers. Du hast keine Schmerzen, wenn du rauchen möchtest. Naja, diese Dinge sind ja auch, also das, was ich brauche und was ich für richtig halte, ist ja alles schon für mich irgendwie klar. Es ist einfach nur, dass ich mich irgendwie, also ich brauche mehr Motivation und vielleicht sind auch gewisse Dinge wichtig, dass man vielleicht mit diesem Crack-Konsum ein bisschen runtergeht, weil das vernebelt dir schon wirklich, wenn ich ehrlich bin, den Kopf ziemlich doll. Und du bist in so einer Art komischen Zustand den ganzen Tag hinüber. Und du, also es ist so wie Kiffen, du kriegst nichts auf die Reihe. Du denkst nur so, wie mache ich wieder Geld, dass ich mir noch eine Kugel kaufen kann. So, ne? Und vielleicht wäre der richtige Weg, um ein bisschen Kraft zu mobilisieren, einfach da loszulassen. Weil ich denke, nicht mehr viel zu nehmen ist nicht der Weg, weil Koks nicht viel, also das zu kontrollieren ist irgendwie, glaube ich, unmöglich. So.